Ja, heute geht es weder um eins noch um zwei. Es geht auch nicht um drei und schon gar nicht um vier. Es geht definitiv um fünf Fingersträuche und zwar genau um diese beiden. Ja, meine zwei Potentillas und was soll ich sagen? Ihr wisst, wenn ihr meine Videos anschaut, ich habe schon ein paar dieser Teile, aber diese zwei hier, die sind meine Spitzenreiter, meine Highlights. Aber zunächst mal, hi und herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi. Und beide Bäumchen hatten auch schon einen Auftritt in dem Video. Die große hier, die aufrechte, die hatte schon ihr eigenes Video. Ich blende es euch da oben ein. Und die Kaskadenform, die habe ich vom Bonsai-Garten Linda von Uwe Krötenherb. Und dazu gibt es das Besuchsvideo da oben eingeblendet. Ja, was steht an? Wir haben Anfang Juli und perfekte Zeit, um zurückzuschneiden. Ich möchte den beiden Bäumchen ein Stück weit aufräumen, tote Regionen rausschneiden und apropos tot bzw. nicht tot. Ich möchte mich um die beiden Stämme und die Totholzbereiche kümmern. Und ja, das machen wir jetzt mal. Aber vorher müssen wir hier ein Stück weit Platz schaffen. Und dazu machen wir jetzt Ene, Mene, Mu und raus bist du. Ich möchte mit der Kaskade anfangen. Also ich räume mal kurz auf und dann legen wir mit dem Teil hier los. So, jetzt hat sie den Platz dieser Potentilla auch gebührt. Potentilla fruticosa ist der komplette Name und es gibt zig Unterbegriffe. Ich glaube, von der Natur aus blühen die eher gelb, aber es gibt sie in rosa, in weiß-rosa und ich, das seht ihr ganz offensichtlich, habe hier ein wunderbares Stück mit weißen Blüten und ganz ehrlich, das war in Linda das Kaufargument mit einem brutalen geilen Stamm. Ja, also der Baum, den habe ich gesehen und beiseite gestellt und den musste ich haben. Da ging einfach nichts dran vorbei und er hatte damals, glaube ich, nur ein oder zwei Blüten. Und inzwischen seht ihr, dass es ein Blütenmeer ist, auch wenn die ersten schon anfangen, ihre Blüten zu verlieren. Und ihr seht auch, es ist ein Riesenchaos in diesem Baum. Er wächst natürlich, so wie alle Bäume das ja gerne tun oder alle Pflanzen, nach oben. Und deswegen werde ich hier drin so ein klein wenig aufräumen. Natürlich auch bei der Potentilla gilt es zunächst mal das wegzumachen, was, wenn man eine Kaskade zumindest sich formen will, richtig gerade nach oben wächst. Ich weiß, das ist jetzt schon so ein Stück weit auch, warum schneidet er jetzt die Blüten ab? Naja, ich habe A, einen Plan mit dem Baum, logischerweise, und ich habe B, hier drinnen in diesem Wirrwarr an Blättern und Blüten, natürlich auch ein unendliches Potenzial, denn die Dinger blühen von Juni bis Oktober, habe ich gelesen. Umso schöner, ja. Also ich liebe Pflanzen, die nicht nur einmal kurz und dann war es das für das Jahr, so wie meine Magnolie, die ihr ja kennt, die über meinem Teich wächst. Ganz anders natürlich da drüben, wo meine drei Premiumplätze für Bäumchen sind. Da unten drunter die Hortensien, boah, die sind natürlich der totale Hammer. Die blühen nämlich auch das ganze Jahr. Ja, ihr merkt jetzt, ich schneide so ein Stück weit das weg, ups, was entgegen dem Verlauf wächst und nach oben wächst. Und der Baum hat aber auch noch, und das ist bei Potentillas bei fünf Fingersträuchen nichts Außergewöhnliches. Er hat immer wieder mal Regionen, wo er sich von einem Ast
oder einer Astpartie verabschiedet. Und die werde ich jetzt auch sauber machen. Da nehme ich mir jetzt mal den anderen Topf. Dann komme ich da nämlich besser hin. Sieht man mal, für was der Teipot auch noch geeignet ist. Schaut mal hier unten drunter. Und genau diesen ganzen Bereich, hier oben, das Blühende, da unten, das Tote, das räume ich jetzt mal auf. Und dann beginne ich auch dieses Totholzelement mit aller gebührenden Vorsicht so ein Stück weit aufzuräumen. Ich werde dazu eine Bürste benutzen, ich werde die Pinzette benutzen und mit Sicherheit wird es auch ein paar Elementchen geben, an denen ich die Schere einsetzen muss. Und ihr merkt, das ist was Filigranes und deswegen will ich mir dazu Zeit lassen. Und ja, was jetzt folgt, das, ich glaube, das wisst ihr alle. Dieses Fünf-Fingersträuchlein hier, das ist eine hinterlistige Pflanze. Ihr habt es vielleicht ab und zu mal gesehen. Da hast du hier unten was, was total tot aussieht. Und dann schneidest du es ab und dann hängt da ein ganzer Buschel Blüten dran. Ja, ihr seht das Ding viel zu schlecht. Moment, ich versuche sie mal ein wenig zu erheben. So, jetzt ist das doch viel, viel besser. Ja, wohin die Reise geht, ich glaube, das habt ihr gesehen. Ihr habt auch gesehen, dass ich das ganze abgestorbene, weggeflatterte Holz abgeschält habe, ohne jeden Druck, ohne jeden Zug. Das fiel mehr oder weniger von alleine ab, erinnert mich so ein bisschen an Wacholder. Ich habe jetzt nochmal dieser helle Bereich hier, der jetzt natürlich durch das Besprühen ein bisschen dunkler ist. Das ist definitiv der tote Bereich und da bin ich jetzt gerade so ein klein wenig am Überlegen, ob ich da eine Spur Holzhärter drüber lege, einfach um es zu erhalten. Ansonsten, ja, das war jetzt mal so der erste Einstieg in diese Potentilla in Kaskadenform. Und ich stelle es jetzt mal in die Sonne und überlege so lang, was ich mit dem Totholz mache. Und ach nee, wir haben ja auch noch die zweite, na, die bringe ich dann gleich mit.
Hier fliegt gerade so ein kleines Insekt die Blüten ab. Ich kann es leider nicht erkennen, um was es sich handelt. Ich denke aber nicht um etwas, das sticht. Ja, sticht, was bei diesem Bäumchen ins Auge sticht, regelrecht, das ist natürlich dieser Bereich. Und wie ihr seht, ich hatte es im ersten Video zu der Potentilla schon gesagt, ich werde beim Umtopfen hier die Position verändern, weil dieser Blick auf diesen Stamm, den finde ich einfach mega, mega, mega. Ja, ansonsten erwartet mich jetzt natürlich schon ziemlich die gleiche Arbeit wie gerade eben bei der Kaskadenform. Aber ich werde deutlich vorsichtiger vorgehen, vor allem wenn ich mich von vermeintlich toten Ästchen trenne. Denn meine Potentilla, zumindest von meinem Gefühl her, war letztes Jahr üppiger. Ich bin so ein Stück weit auf der Ursachenforschung. Ich habe sie im Keuhaus überwintert und ich vermute mal, das war ihr zu feucht und vielleicht auch nicht kalt genug. Denn ich habe nachgelesen, eigentlich sind die Teile winterhart. Nur vor späten Frosten sollte man sie schützen. Von daher ist das für mich nächstes Jahr ein klarer Kandidat für meine Option Gewächshaus kalt. Da ist es nicht dauerfrostig, aber eben auch nicht feucht und auch trotzdem nicht ganz so kalt. Ja, Schere, Bürste, Pinzette werden auch jetzt die Utensilien. Hier unten werde ich ein Stück weit nach meinem Erlebnis mit meiner tollen Birke, werde ich mich ein Stück weit vom Moos trennen. Und naja, es gibt einiges zu tun. Fangen wir doch einfach an. Ich werde jetzt auch keine Rücksicht auf die Blüten nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dafür sorge, dass wieder mehr Licht innen reinkommt, dass auch von innen wieder mehr rauskommt. Und hoffe einfach, dass die Maßnahme was bringt. Hier habe ich einen Ast, der ist mir jetzt wirklich komplett abgestorben, der kommt weg. Den hier werde ich hüten wie meinen Augapfel, denn das könnte mal ein interessanter Einstieg in den Baum werden, wenn ich hier die Vorderseite habe. Hier geht er dann weiter, hier geht er rüber, hier habe ich was für den Hintergrund. Naja, jetzt misten wir es mal aus und schauen, was dann so übrig bleibt.
Ganz ehrlich, ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert, aber ich habe auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen in meinem Kopf. Und für alle, die jetzt nach diesen Putzarbeiten noch an Bord in diesem Video sind und selber Potentillas haben, gebt mir mal einen Tipp, was mache ich mit diesem Stamm? Irgendwas drauf, einfach lassen. Ich habe, wie gesagt, keine Erfahrungswerte, aber mich begeistert dieses Verschlungene, diese Farben. Es ist einfach nur traumhaft. Also, wer einen Tipp hat, bitte, bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten, ihr seht, ich habe kräftig ausgedünnt. Ich habe auch versucht, so ein, zwei mit Blick auf die eventuelle Vorderseite nächstes Frühjahr beim Umtopfen. Versucht so ein, zwei Ästchen ein klein wenig nach unten zu spannen. Ich hoffe jetzt, er treibt innen ein bisschen mehr nach. Er kriegt auch gleich eine gehörige Portion Dünger. Und apropos Umtopfen, da habe ich mir jetzt nochmal die Halbkaskade auf den Tisch geholt. Und ich spoilere euch ein wenig, denn für dieses Bäumchen habe ich zu 99% schon eine Schale, und zwar diese hier. Und ich glaube, da passt das richtig gut rein. Und nach den Schnitten jetzt an dem großen Gelben muss ich erkennen, dass ich hier vermutlich ein Stückchen zu zögerlich war. Aber ich will mich jetzt einfach mal an dieser wunderschönen Blütenpracht erfreuen, und ich glaube auch, das Blau wird da super dazu passen. Und wenn wir nächstes Jahr umtopfen, Position endgültig haben, dann werden wir hier auch ein klein wenig auf die Aststruktur Einfluss nehmen. Und bis dahin, ach ganz ehrlich, bis dahin lasse ich das Ding jetzt einfach mal wachsen. Den anderen Fünffingerstrauch natürlich auch. Und zu beiden wird es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Genauso wie ich jetzt sagen kann, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meiner Fünffingerstrauchpflege, bei meinen Potentillas Fruticosa, die mir unheimlich viel Freude machen. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da. Und ich sage dann einfach mal tschüss, bis ja, nächsten Freitag, 18.30 Uhr auf YouTube bei My Bonsai & Koi. Bye bye, passt auf eure Bäume auf. Ciao, ciao.